Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Republic. Wir sind Valen auf der Spur, am Ort ihrer Konditionierung, wo ihr Geist quasi ein bisschen eingesperrt worden ist, damit sie nicht ihre volle Macht ausschöpfen kann. Ja, wir wollen mal gucken, wir sollen uns einen Weg zum Sanatorium bahnen. Folgen einfach mal dem Weg, dann sollten wir dort ankommen, wo wir hin sollen. 4 Briefe haben wir auch schon wieder bekommen, die werden wir dann lesen, wenn wir mal die Zeit haben auf Odessen. Da hinten ist das Gebäude. Und Valen hat einige Wachen vor dem Gebäude zurückgelassen, ist alleine reingegangen. Da finden wir schon die ersten. Oh, da kommen noch mehr. Die haben das wohl gehört. Jetzt müssen wir mal schnell meditieren, damit auch Lana wieder volle Gesundheit hat. Wieder mal ein Captain der Horizontwache. Da kommen wir nicht raus. Ja, ab und zu müssen wir uns mal heilen hier. Halte nicht viel länger durch! Interessant, dass Lana auch schon wieder so angeschlagen ist. Es geht relativ schnell bei ihr. Vielleicht sollen wir das umstellen hier. Okay, Lana Benico wurde besiegt. Jetzt hat er das auf uns abgesehen. Und wir versuchen unser Bestes zu geben. Aus der Nummer kommen wir immer nicht raus, also wir machen, was wir wollen. Jetzt momentan heilen wir uns mehr, dass wir Schaden ausüben. Okay, der hat uns besiegt im letzten Moment hier noch. Wir stellen Lana einfach um auf, ich würde sagen, heilen. Dann dauert das Ganze zwar ein bisschen länger und wir müssen den ganzen Weg nochmal zurücklegen. Meine Güte.
Jetzt gehen wir hier ein bisschen einen anderen Weg unten. ja, krass, was der Captain hier für einen Schaden rausgehauen hat. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass wir da so in die Bedrängnis kommen. Haben wir ja sonst nicht die Probleme. Aber ja, wenn wir Lana hier auf Heilung umstellen, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann haben wir nämlich zusätzliche Heilung einfach durch Lana. Und sie wird generell dann, glaube ich, auch gar nicht angegriffen. Müssen wir mal schauen. Dass wir dann auch darauf achten, dass die Flächenschaden nicht in Lanas Nähe begangen werden. Guck mal, hier können wir eine kleine Abkürzung, glaube ich, nehmen. Oder auch nicht. War ein Versuch wert. Fahren wir hier lang. Wir würden es jetzt vielleicht auch so schaffen, wenn Lana Schadensausteilerin ist, weil wir ja vorher auch noch zwei weitere Wachen mit dabei hatten, um die wir uns zuerst gekümmert haben. Aber ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher. Sollte klappen. Oh. Das wäre jetzt fast schief gegangen. In der Umgebung umschauen. So, da ist er wieder. Runde 2. Also, das ist schon eine andere Möglichkeit hier. Wir kommen nicht in die Bedrängnis mit unserer Gesundheit und auch Lana könnten wir notfalls nochmal heilen, wenn da irgendwas sein sollte. Okay, da kommen nochmal Wachen hinterher. Rumfucken. Und die kümmern wir uns mal zuerst. Die waren eben nicht da, oder? So, wir sind auf jeden Fall wieder voll geheilt. Also es macht schon Sinn, dass, wenn wir mal zu ändern, die Rolle unserer Begleiter. Ja, so einfach kann es gehen. Jetzt haben wir ihn gleich. So, da gehen wir nochmal raus. Und der Captain wird uns nicht mehr gefährlich. Wir sprechen mit Lana. Hier ist es schlimmer. Die Leere. Sie ist hungrig. Sie will mich verschlingen. Meinen Geist und meinen Verstand. Jede Spur meiner Existenz auslöschen. Ich kann es auch spüren, ja. Hier stimmt etwas mit der Macht nicht. Noch ein Grund, möglichst schnell vorzugehen. Der Sog der Leere ist stark, aber er wird uns auch vor Venins Aufmerksamkeit verbergen. Mal sehen, ob wir diese Türen aufkriegen.
Ihre Kräfte wirken da wohl nicht. Ihr nicht schon als Kind so eine Waffe hattet. Wahrscheinlich hätte keines meiner Schoßtiere überlebt. Warum haben mich eure Kreaturen angegriffen, Yarak? Ich bin jetzt die Kaiserin, keine Gefangene mehr. Sie reagieren auf Angst und Hass. Wenn ihr lernen könntet, eure Emotionen zu kontrollieren, wie euer Vater, würden sie euch keinen Ärger machen. Ich bin nicht wie Valkorion. Ihr sagtet, dass ihr einen Durchbruch erzielt habt. Es ist alles vorbereitet, Kaiserin. Im Hauptlabor. Okay, ich bin bereit. Für alles. Okay, dann wollen wir mal. Komischerweise ist unser Sprinten aus. So, jetzt laufen wir auch wieder schnell. Erkunde das Sanatorium. Ich glaube, jetzt können wir sie erstmal wieder auf Schaden umstellen. Was haben wir denn hier? Holo-Tagebücher und ein Buch. Kapitel 7 in die Leere. Finde eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Valkorion hat mir die völlige Kontrolle über sein Kind gegeben. Der Tod ist die einzige Grenze, die ich nicht überschreiten darf. Glücklicherweise hat er mir zahlreiche Subjekte zur Verfügung gestellt. Damit ich meine radikaleren Experimente vorher testen kann. Okay, wir können also Holo-Tagebücher finden von Yarak. Rissen einen jungen Mann in Stücke. Er starb schreiend vor Valens Augen. Aber sie hat kein Interesse daran gezeigt, ihm zu helfen. Die Dinge entwickeln sich gut. Sie tut mir schon fast leid. Valkorion hat seine Tochter in ein Monster verwandelt. Oder er hat einfach ihr inneres Monster geweckt. Okay, da kommen wir runter. Gucken uns jetzt hier oben nochmal um nach einem Holo-Tagebuch. Aber ich glaube, hier liegt keins mehr rum. Da liegt aber eins. Heute musste Valen beim Sezieren zusehen. Ich habe ihr jede einzelne deformierte und gebrochene Leiche der gescheiterten Experimente gezeigt. Ich ließ sie sehen, welchen Schaden die Implantate und Chemikalien anrichten können. Jetzt weiß sie, was vor ihr liegt. Finde eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Die werden wir bestimmt finden. Da ist noch ein Holotagebuch. Valen hat heute einen weiteren Aufseher getötet. Sie muss lernen, dass Ungehorsam Konsequenzen hat. Isolation. Furcht.
Schmerz. Manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die effektivsten. Anathema Eiferer. Hier haben wir noch ein hohes Tagebuch. Konventionelle Methoden haben ihre Grenzen. Aber das letzte Testsubjekt, das ich in die Kammer gebracht habe, wurde wahnsinnig und riss sich die eigenen Augen heraus. Ich muss die Maschinen neu kalibrieren, bevor ich sie bei Valen einsetze. Wir gucken auch hier unter der Treppe. Aha, guck mal. Ich dachte, dass Valen schreien würde. Oder weinen. Vielleicht sogar um Gnade flehen. Aber als der Schmerz durch die Maschinen unerträglich wurde, fing sie an zu lachen. Ein hässliches, schrilles Lachen. Der wunderbare Klang des zerbrechenden Geistes. Ja, die wurde hier ganz schön gequält, die Valen. Kein Wunder, dass sie so ist, wie sie ist. So, zwei Holotagebücher müssen wir noch finden. Ich bin nach Anathema zurückgekehrt, Jahre nachdem ich Valkorion einst geholfen habe, sein Kind zu bändigen. Jetzt will Valen, dass ich ihre Konditionierung rückgängig mache. Ein Fehlschlag wird sie nicht hinnehmen. Okay, da haben wir eine Möglichkeit bekommen. Sicherheitszugangskarte haben wir gefunden. Mit der wir die Tür hier öffnen können. Sith. Jedi. Ich spüre immer noch den Schmerz ihrer letzten Momente. Valen wird alles dafür tun, um ihre Konditionierung zu brechen. Ihr seid genauso schlimm. Sie benutzt dieselben Methoden, die ihr bei ihr verwendet habt. Ich habe versucht, ihre zerstörerische Kraft einzudämmen. Sie will sie entfesseln. Was dient wohl eher dem Allgemeinwohl? Wehe, das funktioniert nicht. Wenn ihr stark genug seid, den Prozess zu überleben, werden eure Fesseln zerbrechen. Hat eine eurer Laborratten schon so lange überlebt? Keine von ihnen war so stark wie ihr. Ist etwas, Kaiserin? Nein. Fangen wir an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na los! Wir haben nicht viel Zeit. Sollen das Sanatorium noch weiter erkunden und ein Holo-Tagebuch finden? Das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Schaltet also gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin!